Sebastian Schmidt mit einem 3:1 gegen Rot-Weiß Oberhausen in die Rückrunde gestartet. Was sind so seine ersten Eindrücke nach dem Spiel? Ja, ich denke, ein hochverdienter Sieg. Wir sind gut ins Spiel reingekommen, haben dann ein kleines bisschen den Faden verloren und sind dann aber wieder gut aus der Pause gekommen. Und wie gesagt, ein hochverdienter Sieg hier zu Hause gegen Oberhausen. Am Anfang habt ihr ja ziemlich gedrückt. War das auch Teil des Matchplans, da so in die Partie zu starten? Natürlich, klar. Ich denke, vor heimischem Publikum geben wir immer am Anfang Vollgas, dass wir die Menschen hier mitnehmen. Das haben wir erreicht und im Endeffekt, wie gesagt, auch hochverdient gewonnen. Man hatte die meiste Zeit das Gefühl, dass ihr das Spiel voll im Griff hattet, vielleicht nur nach dem 2:1 bis zur Halbzeitpause. Was habt ihr denn angesprochen, was ihr anders machen wollt, damit das wieder besser wird? Ja, wir haben gesagt, dass wir ruhiger spielen sollen, auch nach so einer 2:0-Führung, dass wir einfach nicht immer auf das dritte Tor spielen sollen, nicht zu offensiv ausgerichtet sein sollen. Das haben wir dann in der Halbzeitpause angesprochen und auch in der zweiten Halbzeit besser gemacht und dann natürlich direkt nach der Halbzeit das 3:1 gemacht und denke ich meiner Meinung nach dann auch cool runtergespielt. Eine riesige Choreo vor dem Spiel von den Fans. Habt ihr das mitbekommen? Hat das mal so einen extra Push gegeben, sowas zu sehen dann hier? Ja, natürlich, klar. Wir sprechen das immer im Kreis an, dass wir das genießen sollen, was hier passiert. Das ist einmalig. Ich habe gerade eben schon gesagt, und nach dem Spiel so gefeiert zu werden, das ist nicht selbstverständlich, in die Gesichter zu gucken von den Fans, dass sie glücklich nach Hause gehen. Ich glaube, das tut uns allen gut. Danke. Frank Kurz nach 3:1 gegen Rot-Weiß Oberhausen mit dem Heimsieg in die Rückrunde gestartet. Das ist doch schön, dass man sich jetzt so von den Fans feiern lassen kann, oder? Ja, definitiv. Wenn man bedenkt, wie wir auch das Jahr angefangen haben, nach dem schwierigen letzten Jahr, hat sich das hier einfach wie eine Wucht entwickelt. Und wir sind sehr stolz, dass wir den Fans auch jetzt was zurückgeben konnten, dass wir mit so einem geilen Sieg auch irgendwo dieses Heimjahr abschließen können. Und das macht uns sehr glücklich. Rot-Weiß Oberhausen ist jetzt nicht gerade eine schlechte Mannschaft aus der Regionalliga. Wie habt ihr es geschafft, dass ihr da so dominant auftreten könnt und auch wenig zugelassen habt? Ja, wir haben einfach von der ersten Minute an gegengehalten. Wir haben uns in jeden Zweikampf reingehauen. Wir wussten, dass sie über ihre Körperlichkeit kommen werden. Wir standen sehr sicher und haben auch rechtzeitig natürlich auch einen Doppelschlag gelangt, dass wir 2:0 in Führung liegen nach 15 Minuten. Deswegen absolut Hut ab an die Mannschaft und so kann es weitergehen. Was habt ihr denn in der Halbzeitpause mal angesprochen, wie ihr in der zweiten Halbzeit das Spiel angehen wollt, nachdem vielleicht die letzten paar Minuten so ein bisschen mehr Oberhausen die Überhand hatten? Ja, wir wollten uns jetzt nicht nervös machen lassen. Es war klar, dass wir jetzt mit dem 2:1, was wir bekommen haben, eventuell eine Unsicherheit sich in die Mannschaft schleichen kann. Und wir haben mit allen Mitteln versucht, dass das nicht so kommt, sind super in die zweite Halbzeit reingekommen, haben ein überragendes 3:1 geschossen, rechtzeitig auch, hatten dann auch die Chancen, noch 4-5-1 zu erhöhen. Und ich denke, der Sieg geht auch in der Höhe verdient in Ordnung. Es hätten auch noch ein, zwei Tore höher sein können, weil wir auch hinten eigentlich absolut gar nichts zugelassen haben. Bis auf einen Freistoß in der zweiten Halbzeit, glaube ich, haben die nicht einmal aufs Tor geschossen. Du hast gerade schon gesagt, 3 Tore geschossen, Chancen gab für 4-5 Tore. Was lief dann heute wieder besser, dass man aus den zuletzt 2:0 heute wieder 3 Tore schießen konnte? Ja, wir haben einfach Wucht entwickelt. Wir haben die Tiefe belaufen, wir haben die Zweikämpfe gewonnen. Wir sind bis zum 16er in den 16er reingelaufen. Wir haben das Tor auch erzwungen, das 1:0, das Eigentor. Wenn du die Bälle so scharf vor das Tor spielst, über außen dich so durchsetzt, dann rutscht doch mal so ein Eigentor rein. Und deswegen war das hochverdient und wir können jetzt stolz sein und jetzt noch mal eine Woche Gas geben für Düren. Danke. Gerne. Helge Hohl, Glückwunsch zum Sieg gegen Oberhausen. Wie hat es sich von der Seitenlinie angefühlt? War es das beste Spiel unter deiner Leitung bisher? Bestes Spiel würde ich nicht sagen. Ich glaube, jedes Spiel hatte sehr, sehr gute Elemente, habe ich eben auch schon in der Pressekonferenz gesagt. Wenn man an die Mentalität in Strahlen denkt, wenn man an die Anfangsphase gegen Köln denkt, die hat mich ein wenig an die Anfangsphase heute erinnert, wo wir gut gepresst haben, gut umgeschaltet haben. Gegen Lippstadt hat man eine sehr, sehr gute Geduld. Rödinghausen zweite Halbzeit war hervorragend. Auch gegen Schalke haben wir eine gute Kompaktheit gehabt, gutes Umschaltspiel gegen gutes Aufbauspiel jetzt gegen Kahn gehabt. Und heute hatten wir sehr, sehr gute Phasen im Spiel, aber hatten auch Phasen, die wir einfach auch besser gestalten müssen, die 20 Minuten vor der Halbzeit und auch ja, hinten raus vielleicht gar nicht, weil wenn du 3:1 führst, dann ist es auch gut, kompakt zu stehen und über Umschalten zu kommen. Aber es war heute schon eine gute Leistung. Und trotzdem so direkt von Anfang an den Ton anzugeben, es war so gewollt, das ist ja auch aufgegangen, der Plan. Ist immer so gewollt. Ich glaube, gerade zu Hause sehr, sehr wichtig, dass man die Zuschauer direkt hinter sich bringt, dass man mutig ist, dass man die ersten Zweikämpfe gewinnt, dass man torgefährlich wird in der Anfangsphase, weil man merkt einfach, welche Wucht dieses Stadion und diese Fans halt haben. Und deshalb ist es uns immer sehr, sehr wichtig, dass wir
wir von vornherein versuchen, die Fans einfach auch emotional mitzureißen. Und ich glaube, das ist heute auch durch die zwei Tore, aber auch über die Art und Weise einfach sehr, sehr gut gelungen. Die Fans haben ja auch dazu beigetragen mit ihrer Choreografie vor dem Spiel. Wie viel Bock hat das da gemacht, sich so aus dem Jahr zu verabschieden? Ja, sehr, sehr viel Lust, einfach sehr, sehr viel Lust auch auf mehr. Ich hatte Gänsehaut, als ich rausgekommen bin. Ich habe Gänsehaut gehabt zum Ende des Spiels. Das sind ja gerade für mich auch, muss man sagen, persönlich sehr, sehr besondere Momente, wenn man es selber auch noch nicht erlebt hat als junger Trainer. Ich meine, in Bergisch Gladbach waren 200 Zuschauer, hier dann 10, 11, 12.000. Das ist schon Wahnsinn. Und das motiviert einfach uns alle und trägt uns auch alle. Und ich hoffe, dass das halt auch in schweren Zeiten oder in schwierigeren Zeiten auch weiterhin so bleibt und dass dann nicht die Euphorie dann dementsprechend abnimmt. Jetzt gibt es noch ein Spiel, was ja auch so ein bisschen Brisanz hat, Nachbarschaftsduell gegen Düren. Wie wird das denn noch angegangen zum Jahresabschluss? Ehrlicherweise, mit Düren haben wir uns bisher noch nicht beschäftigt, weil wir immer von Woche zu Woche schauen oder von Spiel zu Spiel. Hatten ja auch unter der Woche nochmal diese englische Woche mit dem Pokalspiel. Düren ist natürlich für unsere Fans, aber für uns persönlich natürlich auch ein sehr, sehr wichtiges Spiel. Und ich habe das ja auch oft betont, gerade aus dem Aspekt, dass wir ein Spiel weniger haben bis zur Winterpause. Viele Mannschaften noch zweimal spielen. Wollen wir uns natürlich auch punktemäßig gut aus dem Jahr verabschieden. Und wir wollen möglichst auch an unsere Leistung heute anknüpfen bzw. optimalerweise das Ganze noch ausbauen und dann über die 90 Minuten auch wieder ein sehr, sehr gutes Spiel abliefern. Was ist denn, wenn, beziehungsweise nicht was ist, aber als Dritter in die Winterpause zu gehen, was ist da die Marschrichtung für die Rückrunde? Schaut man da dann doch auch nochmal nach ganz oben, auch wenn Münster heute wieder gewonnen hat? Also in erster Linie können wir nicht beeinflussen, ob wir Dritter, Zweiter oder Vierter sind. Ich weiß es gar nicht, weil wir eben nur dieses eine Spiel haben und dementsprechend ist für mich wichtig, dass wir gegen Düren inhaltlich gut spielen und möglichst dann nochmal auch gut punkten, am besten dreifach. Über alles andere, bin ich ehrlich, habe ich mir jetzt keine großen Gedanken gemacht. Wir wollen das Maximale erreichen, das Maximale rausholen und wir werden uns sicherlich auch im Winter nochmal Gedanken drüber machen, ob wir den Kader nochmal punktuell verstärken können, ob es Veränderungen braucht. Und wie wir dann dementsprechend auch in welcher Konstellation wir dann die Rückrunde gemeinschaftlich angehen werden. Hast du die Mannschaft nochmal emotional mit dem Hinspiel gekitzelt oder war das heute kein Thema mehr? Emotional mit dem Hinspiel gar nicht so viel. Ich hatte nur die ein oder andere Aussage auch im Reviersport gelesen, wo stand, wenn Oberhausen 100% geben würde, dann würden sie uns sicher schlagen, habe ich gelesen. Das hatte ich der Mannschaft natürlich nochmal gesagt. Hatte dann auch von einem Spieler nochmal mitbekommen, dass wohl so der Tenor war, dass wir Angst hätten und keine Eier für das Spiel heute. Das sind dann nochmal so emotionale Dinge, die man dann vielleicht nochmal kurz vor dem Spiel mit einbaut. Aber wie gesagt, wer mich kennt, ich bin jetzt auch nicht das Emotionsmonster, sondern arbeite immer, versuche immer sehr, sehr viel inhaltlich zu arbeiten und auch so diese letzte Worte vor dem Spiel, das mache ich gar nicht, das macht, ich weiß gar nicht, wer es macht, auf jeden Fall sind die Jungs dann nochmal alleine in der Kabine und das scheint bisher sehr, sehr gut zu fruchten. Letzte Frage zum Spiel heute, nach der 2-0-Führung hast du gerade gesagt, wäre die Mannschaft etwas übergedreht, aufgedreht gewesen, so hast du es gerade formuliert. Ist das irgendwie so ein Ding der Unerfahrenheit oder worauf ist das zurückzuführen? Ich glaube eher der Gier. Ja, man führt dann 2-0, man ist im Flow, man merkt, okay, das läuft, die Fans pushen ein und dann überdreht man relativ schnell. Ich glaube, das kann man in gewissen Phasen, wenn man einfach auch konditionell noch einen Tick weiter ist, wenn man diese Intensität halt auch noch über einen längeren Zeitpunkt gehen kann. Nur ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig zu verstehen, dass Ruhephasen insbesondere es mit dem Ball geben sollte. Ja, und Oberhausen war jetzt heute nicht die Mannschaft, die uns permanent unter Druck gesetzt hat. Dementsprechend hätten wir auch da nach dem 2-0 etwas ruhiger spielen können, mal drauftreten, hintenrum verlagern und das Spiel wieder vorbereiten. Und da hat man dann auch gemerkt, mit dem hohen Puls hat sich einfach auch der ein oder andere Fehlpass zu viel eingeschlichen. Das fängt mit dem Torwart an, der hat ja auch permanent beschleunigt. Ja, alle, wie gesagt, also das ist wirklich, alle wollten nach vorne das nächste Tor machen und im Endeffekt haben wir dafür die Quittung bekommen mit dem 1-2. Aber ich habe der Mannschaft auch in der Halbzeit gesagt, es wird immer Phasen geben, auch in einem Spiel, wo es Auf und Abs gibt. Also ich glaube, es gibt kaum ein Fußballspiel, wo man über 90 Minuten komplett dominiert und dementsprechend war alles okay. Wir sind mit einem guten Gefühl rausgegangen und so ein 3-1 ist dann natürlich nochmal umso wichtiger. Aber der Gegentreffer fällt ja außer Standard. Das ist jetzt nicht, weil... Ja, aber der Gegentreffer fehlt auch, weil wir vorher ein Foulspiel machen müssen, weil wir unkonzentriert sind. Dann gibt es den Eckball und dann fällt die Standardsituation. Und das war dann einfach auch eine Situation, was einfach eine Folgereaktion war. Fehlt einem ja vielleicht noch der eine erfahrene Spieler, der eben das Spiel insofern lesen kann, als dass er merkt, okay, wir brauchen ein bisschen mehr Ruhe im Spiel und der dann halt auch mal auf den Ball tritt, wie du es gerade gesagt hast? Ja, wir können wieder darüber sprechen, was alles fehlt. Das mache ich ja grundsätzlich bei
mein Personal, was das Wochenende angeht, auch nicht. Ich glaube, wir sollten eher überlegen, wie wir unsere Spieler dahin bekommen, dass sie diese Situation vielleicht ein bisschen anders lösen, dass es wieder eine Chance auch für die Spieler zu wachsen, sich zu entwickeln. Und ich glaube, wir können das auch mit unserem Kader. Aber nochmal, wir werden uns gemeinschaftlich Gedanken machen, ob uns ja, vielleicht trotzdem der ein oder andere noch gut zu Gesicht steht.